Bewegung und Sport sind wichtig bei Morbus Bechterew. Wie trainiert man richtig? Diese Frage werden wir in diesem Video beantworten. Lately we have heard a great deal about physical fitness. The adoption of these recommendations will ensure the beginning of a sound basic program. I would like to ask all of you a very important question. What does physical fitness mean to you? Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, Gleichgewicht und Koordination sollten mehrmals pro Woche trainiert werden. Ausdauertraining oder Bewegung im Alltag. Trainieren Sie mindestens 150 Minuten pro Woche mit moderater Intensität. Das heißt zum Beispiel Gartenarbeit oder zügiges Gehen, so dass Sie sich noch gut unterhalten können. Oder trainieren Sie 75 Minuten intensiv. Das heißt, Sie kommen ins Schwitzen und Sprechen ist nur noch schwer möglich. Sie können diese Trainings auch kombinieren. Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 10 Minuten am Stück trainieren. Üben Sie eine Sportart oder eine Tätigkeit aus, die Ihnen Freude bereitet. Gut eignen sich zum Beispiel Nordic Walking, Schwimmen, Velofahren, Aquajogging, Skilanglauf, Volleyball und Waldläufe auf weichem Boden. Krafttraining. Trainieren Sie zweimal pro Woche alle großen Muskelgruppen. Trainieren Sie so, dass Sie nach einer Übung etwas ermüdet sind, allerdings nicht komplett erschöpft. Ideal sind 10 Wiederholungen pro Übung und 3 Serien pro Trainingseinheit. Legen Sie zwischen den Serien jeweils eine 2-minütige Pause ein. Damit sich Ihre Muskeln erholen können, sollten Sie zwischen den Trainingseinheiten 48 Stunden pausieren. Beweglichkeitstraining. Trainieren Sie Ihre Beweglichkeit zweimal pro Woche. Dehnen Sie Ihre Muskeln etwa 20 Sekunden und so, dass Sie ein leicht unangenehmes Ziehen verspüren. Ideal sind 3 Serien pro Muskelgruppe. Die Dehnung ist effektiver, wenn Sie Ihren Körper vor dem Training aufwärmen. Koordinations- und Gleichgewichtstraining. Trainieren Sie zweimal pro Woche Ihre Koordination und Ihr Gleichgewicht. Tanzen Sie, machen Sie Yoga oder Tai Chi oder spielen Sie mit einem Ball. Machen Sie Gleichgewichts- und Geschicklichkeitsübungen. Dieses Trainingsprogramm entspricht den neuesten Bewegungsempfehlungen der Europäischen Rheuma-Liga EULAR. Die erste EULAR-Bewegungsempfehlung postuliert körperliche Aktivität und Förderung von körperlicher Aktivität als Standard in der Behandlung von Bechterew, und zwar über den ganzen Krankheitsverlauf, bei Diagnosestellung, aber auch, wenn die Krankheit schon jahrzehntelang besteht. Weitere Bewegungsempfehlungen formulieren, dass man die aktuelle Aktivität evaluieren soll und auf Basis von dem Ziel setzen, dass selbstverständlich individuelle Anpassungen gemacht werden sollen, dass ein Trainingsplan hilfreich ist, wo auch regelmäßig evaluiert wird und angepasst wird. Starten Sie jetzt mit Ihren regelmäßigen Bewegungseinheiten. Trainieren Sie Ihre Ausdauer, Ihre Kraft, Ihre Beweglichkeit und machen Sie Koordinations- und Gleichgewichtsübungen. Wir hoffen, dass wir Sie mit diesem Video zu mehr Bewegung und Sport animieren können. Hier noch ein Tipp. Die Online-Plattform rheumafit.ch hat viele Übungen für Sie bereit, um Sie bei Ihrem Training zu unterstützen. Und denken Sie daran, suchen Sie Sportarten oder Tätigkeiten aus, die Ihnen Freude bereiten. So wird Ihr Training nachhaltig. Zum Schluss wie immer, bitte sagen Sie uns, wie Ihnen das Video gefallen hat und ob die Infos für Sie hilfreich waren. Und vergessen Sie nicht, es zu liken und zu teilen. Danke und bis bald.